Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge der VfL Osnabrück-Karriere. Im letzten Stream wurde niemand tatsächlich noch in der letzten Stunde verkauft und somit brauchten wir ein Backup für oder einen neuen Spieler für die Flügelposition. Aber erstmal habe ich mit dem Geld Wolf zurückgeholt. Und mich danach um einen neuen Mann für die Flügel gekümmert. Am Ende habe ich mich für Roberto Massimo vom VfB Stuttgart entschieden, da er ziemlich schnell ist, von Anfang an schon 5 Sterne schwacher Fuß und auch flexibel einsetzbar ist, wie jeweils die offensive Flügel, beide Seiten und im Notfall auch die defensiven Außenschienenpositionen. Also Außenverteidiger, links und rechts außen. Hier ist nochmal ein Überblick über die Transfers in der Sommertransferperiode. Und ja, ich würde sagen, als Aufsteiger sind wir da nicht schlecht weggekommen. Dann beginnen jetzt wieder die Spiele. Ihr wisst, dass es läuft. Ich bin ruhig. Ihr guckt euch sie an. Und seht, was passiert. Yeah.
Naja, immerhin die sehr zu zocken Spiele gewonnen. An der Schnellsimulation werden wir natürlich noch arbeiten. Da werden wir schon irgendwas hinkriegen. Das war's dann jetzt aber auch erstmal wieder mit der Folge. Transfervorschläge weiterhin gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.